Ja, die Minister fanden ihren Gipfel ja offenbar relativ gelungen. Darüber wollen wir noch einmal sprechen, Professor Zimmermann. Was rechtfertigt diese Selbstzufriedenheit? Ja, ich glaube, die Außenwirkung rechtfertigt das vor allem. Also es ist nicht wahnsinnig viel vorangegangen. Also man hat zwar hier mit dieser Maßnahme die Stärkung des Bankenrettungsfonds zumindest einen kleinen Schritt erreicht, aber die großen Schritte, die gewünscht worden sind von Präsident Macron in seinen Reden vor einiger Zeit, da ist man noch weit von weg. Warum? Woran scheitert das? Ja, das liegt einfach daran, dass die Länder, die eben ja relativ stabile Wirtschaftsstruktur haben, Deutschland zum Beispiel, aber nicht nur Deutschland. Deutschland ist noch relativ entgegenkommend gegenüber Frankreich, aber die sogenannte Hansa-Liga, die sich gebildet hat, also kleinere nordeuropäische Länder, Niederlande, die baltischen Staaten und so weiter, die sind absolut dagegen, eine Maßnahme einzuführen, die zu einer Automatisierung der Unterstützung für notleidende Euro-Mitglieder, wahrscheinlich aus dem südlichen Bereich, dann führen würde. Also jeder Automatismus wird eben abgelehnt. So etwas wie ein Euro-Budget zum Beispiel ist so ein Automatismus und das sieht sich deshalb großen Widerständen gegenüber. Aber Deutschland ist natürlich auch jetzt ja schon seit 40 oder 50 Jahren, seit über gemeinsame Währung gesprochen wird, immer bemüht zu vermeiden, dass man nicht in die Pflicht genommen wird, dass man nicht mehr aus kann, wenn es zu einer Krise kommt. Wäre doch ein sogenannter Solidarpakt nötig, dass die reichen europäischen Länder die Armen mitziehen? Na gut, die Reichen sagen, diesen Solidarpakt gibt es schon. Es gibt das das Budget der EU selbst. Es gibt die unterschiedlichsten Maßnahmen, Rettungsschirme und so weiter und so fort. Es gibt die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Also die würden argumentieren, ja, es gibt schon diese Solidarität. Ansonsten stehen sie eben dann fest auf dem Boden des Maastricht-Vertrags, in dem eben steht, jedes Land hat für sich selbst eben zu sorgen und die entsprechenden Reformen durchzuführen. Wie lange kann sich das noch so dahinschleppen, ohne dass jetzt ein großer Wurf, wie von Macron gefordert, das voranzieht? Ich glaube, das wird sich noch lange hinziehen, weil momentan ist eigentlich eine gute Situation, um einen großen Wurf in die Wege zu leiten. Es ist jetzt kein Land akut bedroht von einer Wirtschaftskrise. Europäisches Wachstum ist relativ gut und man hat in Deutschland eine Regierung, die, sagen wir, relativ offen gegenüber den Ideen von Macron ist. Man muss ja nicht vergessen, auch Macron ist relativ europafreundlich. Das kann sich auch wieder ändern in Frankreich. Wenn sich in Deutschland die politische Situation, wenn jetzt Neuwahlen kommen und so weiter, wenn sich das ändert, dann kann man sich gut vorstellen, dass eine erheblich, sagen wir mal, vorsichtigere Regierung an die Macht kommt gegenüber Verpflichtungen in der EU. Professor Zimmermann von der Universität Marburg, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.